ich bin der Thomas Pressl, bin im Hause KTM Fahrrad für die Entwicklung zuständig. Wir befinden uns hier in der Area 47 und präsentieren die neuen Modelle für das Modelljahr 2012 unserer tollen KTM Bikes. The new Myroon, after three very successful years of the Myroon, we decided to bring a complete new frame, complete new Myroon, so the old Myroon were very successful in many races, so it was quite a very high target to reach. What were these targets? Für das Modelljahr 2012 haben wir ein wahres Feuerwerk an Neuerungen. Wir haben von den technisch sehr aufwendigen Mountainbikes im Carbon-Bereich bis hin zu den Rennrädern und weiter zu den E-Bikes eine Fülle an Neuerungen zu präsentieren. Wenn wir hier sehen, dass Myroon nach drei sehr erfolgreichen Jahren im Race-Bereich haben wir das Myroon komplett neu gestaltet. Ein komplett neuer Rahmen unter 1000 Gramm mit erhöhten Steifigkeitswerten, 10-15% am Hinterbau bei viel, viel besserer Komforteigenschaft. Das heißt, obwohl der Rahmen leichter, steifer geworden ist, haben wir natürlich den Fahrer nicht außer Acht gelassen. Allerdings, ein ganz wesentlicher Punkt darf nicht unterschätzt werden bei einer Entwicklung wie dieser. Erhöhte Steifigkeitswerte führen auch zu Verlust des Komforts. Darum sind wir bei KTM einen großen Schritt gegangen in der Entwicklung des Komforts für im Sattelbereich. Wir haben eine komplett neue Entwicklung des Sattelrohrs durchgeführt. Durch unsere FM-Analysen bemerkten wir, dass das Sattelrohr einen wesentlichen Einfluss hat auf den Komfort des Fahrers. Das bedeutet, wir haben den Winkel des Sattelrohrs geneigt. Wir sind flacher geworden im Vergleich zum Vorgängermodell. Um jedoch die Sitzposition des Fahrers nicht zu verändern, wurde das ganze Rohr nach vorne geschoben. Man sieht hier einen sehr, sehr großen Abstand, einen sehr, sehr großen Offset in diesem Bereich. Das heißt, wir haben einen Kunstgriff unternommen, das Sattelrohr flacher gestellt, um eben mehr Komfort aus den Rahmen zu holen. Ein wesentlicher Punkt ist auch die Steckachse, sogenannte Through Axle, am Hinterbau. Dies bringt uns zwischen 10-15% erhöhte Steifigkeitswerte am Hinterbau. Bedeutet, die Kraft des Fahrers wird noch direkter auf das Hinterrad gebracht, noch direkter auf den Boden. Somit sind schnellere, kräftige Antritte ermöglicht, wobei der Komfort des Fahrers nicht zu kurz kommt.